Willkommen zurück bei Strange Horticulture und wir haben einen merkwürdigen Hinweis erhalten. Irgendetwas mit Reihe H, der dritte Fluss. Wir wollen mal gucken, Reihe H, der dritte Fluss. Das ist der erste, das ist der zweite, das ist der dritte, oder? Dann klicken wir mal an. Ein totes Reh liegt im Fluss. Gelbliche Knochen ragen aus der ermatteten Tierhaut und dem sich zersetzenden Körper hinaus. Der Tod des einen nährt das Leben anderer. Wir finden aber auch eine Pflanze. Okay. Spannend, spannend, spannend. Wir sollten aber trotzdem schauen, dass wir den nächsten Kunden oder die nächste Kundin heute sehen. Isidor Burbage, bring mir eine Probe von Apis dimissus und beeil dich, die verdammte Katze löst bei mir Allergien aus. Ein Tier hat in einem solchen Laden nichts zu suchen. Okay, sehr sympathisch und ich merke gerade erst, dass wir hier auch über die Charaktere, die zu uns kommen, einzelne Charakter-Infokarten erhalten. Faye Swift, die hatten wir das letzte Mal auch gesehen. Faye ist bei ihrer Mutter aufgewachsen. Ihr Vater war nicht oft gewalttätig, doch einmal ist bereits genug. Als er sie schlug, zerbrach schließlich die Macht, die er noch über ihre Mutter hatte, und sie floh mit der schlafenden Faye, die sie fest im Arm hielt, in die Nacht. Faye hat oft sehr lebendige Träume, doch sie dachte immer, dass das normal sei. Auf der Suche nach einem Mittel gegen ihre Albträume kam sie zum Strange Horticulture, das Medium. Und man kann auch sämtliche Gespräche mit den Charakteren nochmal nachlesen. Cool. Isidor Burbage hingegen ist der Anwalt. Burbage ist ein reicher Mann, der ein Vermögen geerbt, doch niemals die Liebe seiner Eltern erfahren hat. Er erwartet, dass man nach seiner Nase tanzt und ist schnell verärgert. Viele in Andermeer wären froh, wenn er verschwinden würde. Doch wer Geld hat, hat auch Macht. Und deshalb würden ihm wohl nur wenige ihre Meinung ins Gesicht sagen. Okay, Apis dimissus also. Dann gucken wir mal. Oh, da haben wir hier gar nichts, sehe ich gerade. Wir haben keinen Hinweis darauf, wie das aussehen könnte. Tipp. Apis dimissus. Das klingt nach einer lateinischen Bezeichnung für eine Pflanze. Ich sollte mein Buch befragen. Ach, deswegen. Ja gut. Dimissus, dimissus. Vielleicht irgendetwas. Das ist ein bisschen blöd. Da muss ich wirklich hier Schritt für Schritt das durchgehen, denn ich hatte kein Latein in der Schule. Ich hatte Russisch. Gleiswurz also. Eine Pflanze mit medizinischen Eigenschaften, die bei Verdauungsschwierigkeiten Abhilfe schaffen kann, wenn sie korrekt zubereitet wurde. Es ist jedoch Vorsicht geboten, da die groben Blätter reizend wirken können. Nur die Blütenblätter sind sicher zum Verzehr geeignet. Tja, das ist aber nicht sehr, sehr... Ja, klar, was das sein soll. Ich kann hier wirklich eigentlich nur anhand der Illustration davon ausgehen, dass das diese sein könnte. Aber vielleicht sagt das Mikroskop mir noch, dass die Blätter grob sind. Eine einzelne süß riechende und dunkel gefärbte Blüte. Die sieht der halt schon sehr ähnlich, aber es könnte auch die hier sein. Eine einzelne pinke Blüte, die angenehm riecht. Die hat aber nicht das, was hier so rauskommt. Daher würde ich die noch nicht in den Fokus setzen. Wie heißt das überhaupt? Bin so doof, ne? Das ist bei mir alles schon so lange her. Die dunkelblauen Blütenblätter fühlen sich weich und ganz zart an. Meine Finger tun nach der Arbeit mit dieser Pflanze weh. Nur die Blütenblätter sind sicher zum Verzehr geeignet, stand hier ja.
und es wird darauf hingewiesen, dass die Blütenblätter weich seien, aber dass man sonst Finger hat, die Schmerzen. Ich glaube, das ist diese hier. Leider nicht. Leider nicht. Okay. Dann probiere ich's mit meiner ersten. Nö. Ey, ich hab keine Ahnung. Die hier? Nö. Ey, och Manno. Schon sofort beim ersten Mal heute wieder versagt. Es läuft mir eiskalt den Rücken herunter. Mein Verstand ist in tausend Teile zersprungen. Und nun muss ich wohl den richtigen Schlüssel nehmen, um meinen Verstand wieder zusammenzusetzen, ja? Ja, das dürfte der sein. Oh Gott. Ja, schön, schön, schön. Zwei gleiche Teile müssen oben sein. Das ist schon mal eine gute Hilfestellung. Das ist der hier. Und einer noch. Ja, klar. Warum auch nicht? Ja, nee. Der ist es leider auch noch nicht. Der kommt dem aber schon sehr nahe. Das ist der hier. Ich fühle mich belebt. Mein Verstand ist wieder ganz. Okay, aber ich habe trotzdem nicht die richtige Pflanze gefunden, obwohl ich gedacht hätte, dass diese drei dem am nächsten kommen. Dann nehme ich mal einen Tipp. Ach so, den hatte ich ja vorhin schon. Tja, tja, tja. Der ist es natürlich nicht, die auch nicht, die auch nicht. Und die andere habe ich ja auch probiert, die schon so ähnlich aussah. Aber die Illustration war mal wieder nicht wichtig dafür. Es muss also eine andere sein. Die groben Blätter können reizend wirken. Leider findet man sonst nicht viele Sachen, die irgendwie darauf schließen könnten. Ach und witzig, ich glaube, der Wanderhut ist wirklich auch gewandert. Naja. So, die hatten wir ja. Ich versuche gerade eher zu gucken, ob ich hier irgendwo eine finde, die irgendwie darauf Ausschluss gibt. Also hier, die auch irgendwas mit grobe Blätter sagt. Ich finde es interessant, dass hier steife Blätter genannt wird. Die kommt bei mir jetzt mal ein bisschen in den Vordergrund. Du vielleicht noch. Ja, hier, diese. Irgendwie habe ich mich davon irritieren lassen, dass hier so Schattierungen eingezeichnet wurden und habe deswegen gar nicht darauf geachtet, dass es vielleicht auch eine Pflanze sein könnte mit hellen Blüten. Die ist es. Ja, der Gleiswurz also. Und wir bekommen den Bucheintrag zu Sicheltau. Ja, aber erstmal brauchen wir ein Kärtchen für den Gleiswurz. Das machen wir blau und setzen das auch nach ganz links. So, die nächste Person bitte. Wir bekommen wieder einen Brief. Lake Undermere sieht heute im Sonnenschein wirklich toll aus. Danke für den Hinweis. Oh, ein Siegel. In Hardknott gibt es eine alte Schiefermine, in der einige interessant aussehende Pilze wachsen. Solche Pilze habe ich vorher noch nie gesehen. Sie scheinen in den feuchten, dunklen Straßenbahntunnels eine Nische gefunden zu haben. Ich dachte, das würde dich vielleicht interessieren. Beste Grüße, Amos Duncan. Aber Tunnels? Ist das... Das ist doch nicht der richtige Plural. Aber egal, es ist mir auch wurscht. Hardknott also. Wo ist denn Hardknott? Schwierig. Schwierig, schwierig.
Also hier, ja. Genau in der Mitte. Ein eisernes Tor, alt und verrostet, befindet sich am Eingang zum Bahntunnel. Es ist zwar verrostet, doch es bewegt sich keinen einzigen Zentimeter. Verschlossen. Dafür bekommen wir wohl... Ach nein, wir sollen etwas reingeben? Klavilium diesmal. Warum sollen wir denn da eine Blume reingeben? Wie kann uns das mit dem Tor helfen? Oder hat die eine Eigenschaft, die irgendwie entrostet? Ah ja, einer Legende zufolge kann Klavilium jedes Schloss öffnen. Naja, ob das irgendwie wirklich Sinn ergibt, sei dir eine Frage. Aber die werden wir nicht beantworten können, denn natürlich ist Klavilium noch nicht in unserem Repertoire, fürchte ich. Wir haben keine, die herzförmige Blätter haben. Denke ich. Oder habe ich hier etwas übersehen? Das sieht ja alles nicht herzförmig aus. Oder hier vielleicht? Ein bisschen herzförmig sieht es schon aus, aber das könnte purer Zufall sein. Wir probieren es mal. Klavilium. Tatsache. Und Aguria als Bucheintrag. Das Tor schwingt langsam auf und beschwert sich lautstark über seine rostigen Scharniere. Nach einer kurzen Erkundung des Tunnels werde ich belohnt. Drei Pflanzen? Oh, drei verschiedene Pilze. Ja, super. Wieder ein Brief für das Archiv. Und ich würde gerade gerne mal gucken, ob ich womöglich hier wieder so eine tolle Notiz finde wie hier heute. Aber nein, scheinbar ist das nicht jeden Tag. Oder vielleicht nicht immer an derselben Stelle. Also vielleicht passiert das ja gar nicht immer bei den Pflanzen. Weil wir haben hier so einen komischen Zettel bekommen. Und hier haben wir auch so ein komisches Rätsel. Ich bin mir da echt noch unsicher, was das sein soll. Ach so. Kann das sein, dass diese Dinger für die verschiedenen Tage stehen? Dann wäre es chronologisch halt erstmal das. Und irgendwann müssen wir noch den für Samstag dann finden, den Zettel. Und dann kriegen wir da vielleicht irgendwas offen oder so. Naja. Die nächste Person. Reuben Ward. Ich bin auf dem Weg nach Grisdale Forest. Ich untersuche dort einen möglichen Mordfall. Ich kann nicht sagen, dass ich mich darauf freue. Die Schwesternschaft ist ein verschwiegener Haufen. Und sie haben sicher keine Lust, mit mir zu sprechen. Ihre Anführerin, die Ada oder wie die sie auch immer nennen, die ist tot. Mein Instinkt sagt mir, dass sie etwas zu verbergen haben. Ich hatte gehofft, dass du etwas Fuchsknopf da hast. Das würde mir helfen, sie auf meine Seite zu ziehen. Fuchsknopf, mal wieder ein neues Ding. Das Anbieten von etwas Fuchsknopf wird von einigen als Freundschaftsvertrag zwischen zwei Fremden angesehen. Dicke, glänzende Blätter wachsen paarweise versetzt an den Stängeln. Okay, das könnte vom Optischen schon mal passen. Riecht nach nichts, würde ich sagen. Okay, mal sehen. Ist ja bestimmt nicht die einzige, die so etwas hat. Blaue Blüten, steife Blätter. Da würde ich ja denken, dass normalerweise die glänzenden Blätter hervorgehoben werden. Was ist damit? Fuchsknopf? Kleine Blätter, zarte Blüten. Nee, aber die sind ja dick. Hätte halt passen können wegen dem Rot, aber nee. Ich probier's mal damit. Ja. Der Fuchsknopf. Und Brimlock bekommen wir als Bucheintrag. Na gut.
So, Fuchsknopf bitte auch wieder zurücklegen. Und dann bekommt das ein rotes Kärtchen. Die nächste Person. Victoria Gray mal wieder. Mit dem Mond des heiligen John konnte die flüsternden Stimmen gestern Nacht klar ausmachen. Es ist ein Medium, das den Raum heimlich und illegal, wie ich hinzufügen möchte, benutzt, um mitternächtliche Seancen für leichtgläubige Anhänger abzuhalten. Kennst du eine Pflanze, die ich benutzen könnte, um ihnen einen ordentlichen Schrecken einzujagen und sie so zu vertreiben? Ich brauche meinen Schlaf. Mit Harlekinblau soll das funktionieren. Wenn die buschigen blauen Blütenköpfe langsam verblühen, entlassen sie Samen mit einem luftigen Papus, sodass sie vom Wind weit weggetragen werden können. Wenn die Stiele einmal getrocknet und ausgehärtet sind, können sie als Räucherwerk verbrannt werden. Während sie verbrennen, geben sie hohe Schreie ab. Viele glauben, dass es sich dabei um die Geister von toten Seelen handelt, die in der Pflanze gefangen sind. Okay, buschige blaue Blütenköpfe, und das kann ja dann nur irgendwas sein, was wir noch nicht haben. Blau, blau, blau. Das würde sofort für diese Pflanze eigentlich sprechen, aber es könnte auch die sein. Mit blau, naja, im weitesten Sinne blau. Gucken wir mal, was wir hier noch finden können. So, das sind so die, wo ich denke, okay, die sind irgendwie im blauen Spektrum noch verankert. Gucken wir mal, was die Untersuchung so ergibt. Blaue Blüten, leichtiger und luftiger Duft. Luftig, blaue Blüten, wäre gerade mein Favorit. Der Blütenstand besteht aus vielen kleinen blauen Blüten. Ja, ist aber gar nicht so buschig wie der, fällt mir auf. Das dürfte der sein. Harlekinblau wurde identifiziert und wir bekommen den Schimmerling-Eintrag. Wundervoll. Harlekinblau. Okay. Und auch wieder zurücksetzen. Bethany Coleman. Du hast vielleicht die Gerüchte gehört, dass unsere Ada tot ist. Möge Arduina ihrer Seele Frieden bringen. Der Umstand ihres Todes ist ungewöhnlich. Die Schwesternschaft sucht nicht oft außerhalb ihrer Ränge nach Hilfe. Doch dies können wir uns nicht erklären. Wenn du meinen Schwestern diesen Brief zeigst, werden sie dir den Durchgang zum Wald gewähren. Damit wir uns auf deine Verschwiegenheit verlassen können, verlangen wir, dass du Marias Atem anwendest, um dich an die Geheimhaltung zu binden. Was kann diese Pflanze denn tun, um uns dazu zu zwingen? Marias Atem. Die breiten, wachsartigen Blätter erlauben es der Pflanze, große Mengen Wasser zu sammeln, die sie zum Leben benötigt. Man sagt, dass eine Person durch Marias Atem an ein Geheimhaltungsversprechen gebunden werden kann. Diese Pflanze wurde in den königlichen Gärten angepflanzt, sodass sich der König der Diskretion seiner Vertrauten sicher sein konnte. Diese Praxis ist jedoch nicht mehr populär. Okay. Breite, wachsartige Blätter. Das ist noch nicht so aussagekräftig. Das sind sehr breite Blätter, die könnten es sein. Hier genauso. Ich gucke mir erstmal diese zwei an. Adrige Blätter besitzen eine wachsartige Schicht. Das kommt schon hin. Wachsartig steht bei beiden dabei. Und es sind breite Blätter. Ja. Marias Atem, und wir haben den Brief eingesammelt. Wartet mal kurz. Erstmal noch Marias Atem eingeben. Und damit kategorisieren.
Wir haben in unserer Position als Beschützerinnen des Waldes versagt. Unsere Geheimnisse wurden gestohlen und die Ada wurde ermordet. Du findest uns tief in Grisdale Forest, eine Meile entfernt vom Seeufer gegenüber von Torver. Bitte hilf uns, in großer Hoffnung, die Schwesternschaft von Arduina. Okay, Grisdale Forest, eine Meile entfernt vom Seeufer gegenüber von Torver. Okay, schauen wir uns das mal an. Hier ist Torver. Grisdale Forest ist hier. Aber wo genau ich hingehen soll, weiß ich da ja auch nicht. Sobald ich die Straße verlasse, treten zwei Mitglieder der Schwesternschaft auf mich zu und erinnern mich daran, dass dieser Wald ihnen gehört. Ich bin hier nicht willkommen. Ich versuche ihnen den Brief der Schwester zu zeigen, doch sie sagen mir, dass ich am falschen Ort wäre und weggehen soll, ohne mir zu helfen. Warum? Warum denn? Eine Meile entfernt vom Seeufer, also war ich vielleicht einfach schon zu weit? Also hätte ich da näher an das Ufer gehen sollen? Vielleicht. Naja, kann ich jetzt auch nicht ändern, da muss ich nochmal abwarten. Erstmal gehen wir wieder hierhin. Burbage ist wieder da. Ich bin ganz kurz davor, dich zu melden, du Unwissender. Von der letzten Pflanze, die du mir gegeben hast, hat meine Haut ganz fürchterlich angefangen zu jucken. Ich werde deinen kleinen Laden hier schließen lassen und bis auf die Grundmauern einreißen, wenn du das hier nicht in Ordnung bringst. Entweder Butterknopf oder Sichetau geben. Ich muss ganz genau darüber nachdenken, welche Pflanze ich hier einsetzen muss. Mein Handeln könnte Konsequenzen haben. Okay. Also, Butterknopf oder Sicheltau, was können die denn jeweils? Butterknopf wird oft in Gruppen wachsend an den Rändern von Tälern gefunden. Der Butterknopf wird seit Jahrhunderten als Heilmittel gegen alle möglichen Arten von Hautausschlägen eingesetzt. Die dunkelgrünen Blätter können eingekocht und dann als Wickel angewendet werden. Die Blüten riechen für einige Menschen butterig. Das klingt erstmal okay. Sicheltau hingegen. Die wunderschönen Blüten, die aus vielen kleineren Röschen bestehen, machen es zu einer beliebten und dekorativen Blume, obwohl sie in der Pflege anspruchsvoll ist. Diese Pflanze ist zwar schön anzusehen, doch wenn die Blätter die Haut direkt berühren, führt das zu schmerzhaften Reizungen. Ja gut, ich finde den auch sehr unsympathisch, aber ich denke, er hat nicht jetzt verdient, dass wir ihm irgendwas Böses tun. Aktuell. Also gucke ich mal, ob ich den Butterknopf hier finde. Dunkelgrüne Blätter. Ja. Dunkelgrün ist ein bisschen schwierig. Das könnte dunkelgrün sein im Verhältnis zu den anderen. Und die lila Blüten haben einen leichten, butterigen Geruch. Ja, bitteschön. Butterknopf identifiziert und wir erhalten Dorian als Bucheintrag. Ich werde das mal noch schnell mit einem Kärtchen ausstatten, damit wir es nicht vergessen. Und dann noch zum Abschluss dieses Tages probieren, ob ich womöglich etwas näher hätte gehen müssen an die Stelle, um eben die Schwesternschaft zu finden. Also, hier wäre ja Torver. Das wäre das andere Ufer und eine Meile davon weg, dann würde ich denken, hier. Eine Schwester versucht mich vom Eintreten abzuhalten, doch ich zeige ihr den Brief und sie lässt mich durch. Ich werde in einen von Mauern umgebenen Innenhof geführt und dann durch eine große Eichentür, durch einen Flur und über ein paar Treppen in einen kalten Keller hinab. Auf einem Tisch liegt die Ada in Seide eingewickelt. An ihr ist kein Kratzer zu sehen, doch ihre offenen Augen sind schwarz. Ihr Mund, ihre Adern, ihr Haar, alles schwarz wie die Federn eines Raben. Weißt du, wodurch so etwas verursacht werden könnte? Fragt meine Begleitung.
Ich mache mich an die Arbeit und ich soll Ren reingeben. Auch eine Pflanze, die wir hier schon als Eintrag gesehen haben. Die langen Blätter der Ren färben sich in der Anwesenheit bestimmter Gifte schwarz. So können sie sicher festgestellt werden. Obwohl diese Pflanze keine Blüte hat, soll sie süß riechen. Doch für diejenigen, die den Tod kennengelernt haben, riecht sie unangenehm. Also klar, keine Blüte hat diese Pflanze, aber auch diese, ja, doch schon, aber vielleicht auch nicht. Okay. Ich meine, natürlich spricht jetzt die Illustration bisher eher für diese eine ganz rechts auf dem Regal. Aber lasst uns mal gucken, ob die Untersuchung da auch sagt, dass das stimmt. Der Geruch kratzt mir im Hals. Ist halt die Frage, kennt er den Geruch des Todes? Riecht leicht nach Waldbrand, fühlt sich rau an wie Glaspapier. Glatte, wachsige Blätter und kleine rote Beeren. Nein, das wird also die hier sein. Ren wurde identifiziert. Und wir bekommen Grausandfeuer als neuen Eintrag hinzu. Dann geben wir hier mal Ren rein. Und bringen auch das zurück an den Anfang. Ich extrahiere eine Blutprobe der Ader und injiziere sie in die Ren. Meine Vermutungen werden sofort bestätigt. Die Blätter der Ren färben sich schwarz, was nur eine Sache bedeuten kann. Vergiftet durch die vergoldete Dendra. Nachdem ich meine Ergebnisse präsentiert habe, führt man mich schnell weg. Die Schwestern wollen anscheinend nicht, dass ich dort anwesend bin. Sie entlassen mich jedoch mit einigen Pflanzen, für die ich sehr dankbar bin. Okay, wir haben neue erhalten, wissen aber natürlich nicht, worum es hier geht. Und das ist trotzdem spannend, weil wir jetzt eine Interaktion bekommen haben mit dieser Hexenschwesternschaft. Leider habe ich heute keinen weiteren Hinweis bekommen für dieses eine Puzzle hier. Ich weiß jetzt nicht, ob ich etwas übersehen habe oder nicht. Deswegen hebe ich nochmal alle Pflanzen hier gerade auf, nur um sicher zu gehen. Aber ansonsten, ja, das ist doch schon recht nett geworden. Mal sehen, ob wir jetzt wieder so eine Vision oder einen Traum oder eine ähnliche Sequenz haben, wie beim letzten Mal, wenn wir den Tag abschließen. Und scheinbar schon. Das ist wohl immer dabei. Nördlich von Hawkshead, östlich von Lowick, westlich von Russland, südlich von Kringlecracks. Das Buch faszinierte und erschreckte sie gleichermaßen. Nachdem sie es einige Zeit lang studiert hatte, fasste sie einen Entschluss. Die Macht, die sie hier entdeckt hatte, würde sie niemals einsetzen. Sie wollte das Buch so verstecken, dass niemand es jemals finden könnte. Ich liebe es, wie rätselhaft und kryptisch diese Überblendungen sind. Und ich freue mich darauf, wenn wir das nächste Mal genau hier weitermachen, neue Pflanzen katalogisieren und mehr herausfinden über das Mysterium. Macht es gut!